Ihr Partner in der Karriereberatung. Orison ist eins von Deutschlands 10 größten Personaldienstleistungsunternehmen. Unser Ziel ist es, Sie in einen neuen Job zu bringen, der zu Ihnen passt. Werden Sie Teil des Teams. Legen Sie Ihre Jobsorgen auf Eis. Das Team von Orison findet Ihren Wunschjob. Wir freuen uns auf Sie. In der CAG Arena in Ravensburg. Heute am Nachmittagsspiel aufgrund des Familien-Days und Family-Days, wie immer man es auch nennen möchte. Auf jeden Fall heute früher Spielbeginn. Da haben natürlich die Schüler und die kleinen Kinder, wenn die morgen früh in die Schule müssen, dann haben sie ein bisschen einfacher. Wetter natürlich prächtig, trotzdem hier drin ist es schön kühl. Da ist da sicherlich die Scheibe. Matt Alfaro. Und jetzt verliert Zizemski den Puck und dann Gegenangriff. Macht's alleine mit der 47 Nick Miglio zum 1:0 Führungstreffer in der vierten Spielminute für die Selber Wölfe. Hier nochmal die Entstehung. Macht's dann alleine, sieht, dass Ilya Scharipow sich ein bisschen zu weit links orientiert hat. Und da ist die Seite offen. Und dann netzt Nick Miglio gekonnt ein zur Führung für die Selber Wölfe in der vierten Spielminute. Das Ganze für Niklas Hübner. Scheibe geht zu Dietz. Dietz, Rückpass, Mühlbauer. Riesenchance, immer noch der Puck nicht sicher von Bitzer. Angriffsdruck der Tower Stars bleibt hier erhalten. Sind nahe dran. Am Ausgleich. Im Moment hält Bitzer sein Team noch die Null. Nächster Schuss kommt. Eichinger und Tor. In diesem Moment passiert 1:1 der Spielstand. 12. Spielminute. Torschütze Julian Eichinger. Einfach mal drauf von der blauen Linie. Viel Verkehr für Bitzer. Schauen wir mal aus der Hintertorkamera, ob die später ihn gesehen hat oder ob er noch dran war. Bitzer, ja, die Sicht ist nicht so verkehrt, aber möglicherweise noch abgefälscht. Wieder nicht zum Abschluss gekommen. Spiel jetzt munter hin und her. Schlussphase im ersten Drittel. 2:07 noch auf der Uhr. Nächster Schuss geblockt von Ketterer. Und noch einer und er geht rein. Dreimal abgelenkt. Und Ilya Scharipow durch. Erneute Führung für die Selber Wölfe. In der 19. Spielminute, das Ganze, schauen wir nochmal, hier kommt der Pass und dann, ja, perfekt abgefälscht noch. Eichinger, mit Latta, Riesenchance und Bitzer, aber jetzt ist die Scheibe im Tor, 2:2. Powerplay-Treffer für die Ravensburg Tower Stars. 5 Sekunden standen da noch auf der Uhr. 27. Spielminute. Hier nochmal die Entstehung. Vorausgegangen, ein guter Pass von Charlie Seurat. Dann erstmal abgedrückt, Bitzer noch dran mit den Schienen. Und der Nachschuss dann in den Bein, quasi durch den Schlittschuh durch von Nick Latta. Und dann hält Alfaro gekonnt die Scheibe im Drittel. Eichinger. Puck vors Tor gekommen. Wieder Bitzer mit guter Abwehr. Verhindert den Nachschuss. Gegenangriff für die Selber Wölfe. Miglio ist da frei über die linke Seite. Aber Scheibe knapp am Tor von Ilya Scharipow vorbei. Einsetzen nach dem 2:2 haben sie jetzt wieder etwas den Faden verloren. Knapp 4 Minuten noch im zweiten Drittel zu spielen. Nochmal Schussmöglichkeit für Nick Miglio. Und das ist der erneute Führungstreffer für die Selber Wölfe. In der 37. Spielminute gehen die Wölfe mit 3:2 in Führung. Hier schauen wir mal. Da ist Scharipow dran, kann die Scheibe nicht festhalten. Und dann unter den Himmel gespielt im Nachschuss. Ja. Aus dem Herr jetzt mit Platz. Schuss! Und auch der knapp am Tor vorbei. Kranz hält die Scheibe im Drittel. Sarnik. Jetzt nicht ungeduldig sein. Und da bleiben sie am Außenpfosten hängen.
Granz, Sarnik. Puck kommt vors Tor, nächste Möglichkeit, immer noch nicht geklärt, Scheibe ist da vor, Pizza noch hängen geblieben. Reguläre Spielzeit in der Ravensburger CAG Arena. Noch ein Angriff. Niklata, Sam Herr versucht abzufälschen, kommt nicht vorbei an Michael Bitzer. Melnikov auf der anderen Seite. Und das war's. Ravensburg nochmal mit dem Neuaufbau. Sarnik normal, aber die Sekunden ticken runter. Für die Selberwölfe. Nach 8 Niederlagen in der DEL2 sind die Selberwölfe heute zum ersten Mal erfolgreich gegen den amtierenden Meister, gegen die Ravensburg Tower Stars. Und leiten hier weiterhin unruhige Zeiten für die Oberschwaben an. Es passt nicht zusammen im Moment bei Ravensburg. Ihr Partner in der Karriereberatung. Horizon ist eins von Deutschlands 10 größten Personaldienstleistungsunternehmen. Unser Ziel ist es, Sie in einen neuen Job zu bringen, der zu Ihnen passt. Werden Sie Teil des Teams. Legen Sie Ihre Jobsorgen auf Eis. Das Team von Horizon findet Ihren Wunschjob. Wir freuen uns auf Sie.